So, hallo. Da sind wir wieder. Zurück. Hi. So, und wenn wir auf die anderen warten, ne, noch sind wir hier alleine. Würde ich sagen, machen wir nochmal eine hochrangige Expedition und versuchen wir uns die Banhabra-Sachen zu holen, ne? So, kann ich mir dann wieder Giftsachen erstellen hier? 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, das reicht. Mampf auch. Hallo, Sasa. Was geht? So. Haben wir auch soweit alles erledigt? Was fehlt mir denn allgemein? Da die Rückenpanzer, genau hier diese Neopteron-Plus-Sachen brauche ich noch. Hier können wir Remobras auch noch uns suchen, dann in der Dingensen Heiligen Ruin. Vielleicht kriegen wir Remobra Lederhaut, Sinokre Sachen. Ja, Misuzune Sachen. So, das sind alles Monster-Teile, die kriegen wir. Denke ich dann auch nochmal zusammen. So, wie sieht es mit den Anfragen aus? Da wollen wir noch zwei edle Wyvern-Eier, Gagua-Eier und teure Sprossen. Muss auch nochmal schauen, wo es die gibt. Das mit den Gagwas hat ja nicht funktioniert beim letzten Mal. Na gut, schauen wir mal. Gab es nicht mehrere Mobra in den Frostinseln? Ja, das ist richtig. Zur Not gehe ich auch da gucken. Jetzt haben wir den aktuellen Gagua-Ausbruch. Wir können nochmal gucken in den Ruinen. Die Sprossen sind in den Ruinen. Ah, okay. Wir können hier nochmal gucken, ob wir hier die Gagua-Eier jetzt bekommen. Oder gibt es die nur im Low Rank? Nicht, dass die im High Rank immer goldene Gagua-Eier sind. Aber wo sind denn dann diese Sprossen? Hier gibt es ja nur Hauchlaternen. Dann ist wieder ein goldenes Ei, ne? Ja, ein Gagua-Goldei. Aber das brauchen wir ja nicht. Kann ich das jetzt loswerden? Achso, mit Fähig. Quasi Fähig. Hm. Eine Makata auf und die Legende, okay. So, Materialien ist es nicht scheinbar. Materialien 2 auch nicht. Wahrscheinlich hier Sprossenfeld.
Ah, hier. Das sind die, ne? Und hallo Shadow, möchtest du mitmachen? Wir wollen, gleich, wenn die anderen beiden da sind, also Mina und Sasa dann hier auch in, online kommen können, wollen wir Sasa so weit bringen, dass er die Dringende für Jäger Rang 7 hat. Und dann wollen wir alle die Dringende machen für Jäger Rang 7. Und dann ein bisschen in Jäger Rang 7 Sachen kloppen. Jetzt gerade schlecht, ich kann in der Stunde. Ja, dann halt in der Stunde. Garkmon muss man scheinbar, muss man immer überraschen. Hast scheinbar Pech mit den Goldeiern. Ja, oder das ist halt ein, ich weiß ja nicht, wie das ist. Ist das ein High Rank vielleicht höher, die Chance? Dass die Goldeier geben, weil es ja hochrangig ist? Weil das kann ja das Problem vielleicht sein. Vielleicht soll ich das mit den Garkwas im Niedrigrang, im niedrigrangigen Bereich versuchen. Kann ja sein. Das ist ja, kann ja im Bereich des Möglichen liegen. Das weiß ich ja nicht. So, sind hier wieder Sprossen. Und da haben wir sie. Okay, die Sprossen haben wir. Das heißt, da ich jetzt schon mal hier bin, gucke ich nochmal nach. Nach Benhabras. Ach, da ist das doofe große Sushi. Nein. Mist. Danke. Ich schaue mal, glaube ich, eher in 11. Jetzt, wenn das große Sushi hier ist, ist das ein bisschen nervig. Ich habe die im Dorf erledigt, also low. Ja, siehst du. Dann probieren wir es gleich nochmal. Ja. Dann wird's Rückenpanzer. Reicht das jetzt? Weil da stand jetzt ja gerade fertig. Ich verbrauche noch kurz die letzte Giftbombe, Giftrauchbombe und dann gucken wir mal. Dann machen wir Luki Luki. Da sind wieder Garquas. Können wir nochmal gucken, ob wir es überraschen können. Können ja mal sonst hier mit Dingens bewerfen, ne? Das müsste ja auch eigentlich überraschen. Wenn wir hier so machen. Na gut. Das sieht wie ein normales Ei aus, ne? Ja. Na gut, dann kann ich jetzt, natürlich nicht
Oh, das geht auch. Cool. Na gut. Machen wir das im Low Rank einfach. Ich glaube, das wäre da ein bisschen besser. Also, wenn ihr ein Ei habt, in der Hand habt, könnt ihr auch mit ZL und X den Seilkäfer benutzen. Weil scheinbar legt man das Ei nur mit Y ab. Das ist das Einzige, wenn du X und A drückst. Während du das Ei in der Hand hast, macht dein Jäger halt nichts. Das heißt, du kannst keine Waffe ziehen und auch nicht rollen quasi. Zum Beispiel, er hockt sich, glaube ich, auch nur hin. Rollen tut er trotzdem, aber er hockt sich nur hin, wenn man steht. Und schauen wir mal. Fertiggestellt. Ach ja, hier Remobron, dann brauchen wir wieder Neopteron-Sachen. Ach ey, das ist so nervig. ZL oder was wichtiger für für weiche Landung, achso. Gucken wir, ob wir jetzt die Gagua-Sachen fix machen können. Erstmal hier. Ich bin dir so dankbar. Ach so, auf dem Weg zu Rondon habe ich übrigens etwas Interessantes gehört. Meister Harmon und Nakago haben diesen Riesenmaiskolben wohl auch gesehen und eine Waffe gebaut, die genauso aussieht. Diese beiden ziehen wirklich aus allem Inspiration. Hey, warum gibt es keine Waffen, die wie mein Gemüse aussehen? Keine Ahnung. So. Was haben wir jetzt hier? Izuchi-Ausbruch. Was ich nochmal kurz gucken will, ich habe ja andere Benhabra-Teile, ne? Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar... Ich möchte gerne gegen Reste tauschen. Und zwar hätte ich gerne Benhabra-Reste. Und zwar 7 Stück. Ja. Benhabra Plus Reste kann ich gar nicht. Da habe ich keine Materialien für. Also wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, ne, meine Idee. Ne, da brauche ich halt Plus. Das heißt, ich kann da nichts gegen Reste eintauschen, weil wir hier nichts haben. Das ist ja etwas nervig. So, ein Toxic Wave fragt. Hi, was hantest du für ein Monster? Gerade gar keins. Ich versuche Nebenmissionen gerade zu machen, während ich auf Mina warte und auch auf Sasa. Damit wir weiter hier die dringende machen können. Und in der Zeit versuche ich gerade. Was haben wir hier für einen Ausbruch? Zamite. Na, ich versuche gerade ein paar Sachen zu erledigen, so nebenbei, während ich warte. Lieferanfragen und so.
Hast du eine Halle auf? Halle, 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 Halle. Danach, ja. Okay, dann nicht. Wolltest du mit, oder was? Okay, wie finde ich jetzt über dieses tolle Menü hier Remobras? Die muss ich jetzt suchen. Die haben heute gerade Ratian gekillt, war super. Ich wäre mitgekommen. Ah, okay. Dann gehe ich nochmal raus und mache eine Halle auf. Sorry. Ja, dann musst du wohl ohne mich spielen, ohne mich streamen. Ciao. Wer, ich soll mit ohne dich die streamen? Naja. Ich stream noch gar nicht. Nee, du musst jetzt meinen Stream übernehmen und ich stream nicht mehr. Dann musst du mir bitte vorher deinen PC vorbeibringen und deine Capture Card. Also den ganzen PC eigentlich. Genau. Da ist sie ja schon drin. Das ist ja, ich benutze ja eine eingebaute Capture Card. Keine externe. Beim Schädel in der Mitte und das Gebiet darüber hat oft Remobras, okay. Was musst du machen? Ich brauche für meine eine Waffe Remobra-Sachen. Ja. Die hätte ich jetzt schnell mal in der Expedition gekillt. Und ansonsten... Immer noch Zermieterausbruch. Ansonsten brauche ich noch, muss ich gleich mal schauen, Gagua-Eier, die ich sammeln muss. Für die eine Gagua-Eier brauche ich auch noch. Ja, ja, ja. Und ja, die ja, zwei ja. Edlen Wyvern-Eier. Das ist das, was jetzt noch bei mir offen ist als... Aufgabe, halt als Anfrage. Jetzt bekommt Magna Malo 1 auf die Rübe. Machst du 4 Sterne, Magna? Ja, viel Spaß. Die edlen Wyvern-Eier sind in den Ruinen das Nest oben rechts. Ah, okay. Dann schaue ich dann später nochmal rein. So, Shadow war übrigens auch vorne im Chat. Den habe ich auch schon gefragt, ob der nachher mitmachen will. Er kann aber erst in der Stunde oder so. In einer Stunde. Okay, der ist ja wahrscheinlich so oder so schon wieder Rang 7. Mal sehen. Meine Idee wäre jetzt dann gewesen, wenn Zaza soweit ist, kann er ja auch in die Halle kommen. Dass wir dann soweit machen, dass er auch die dringende hat, die wir gerade haben. Weiß ja nicht. Und dann rocken wir die dringende Quest. Dann rocken wir. Rock, rock. So beim Schädel, sagte Zaza, nur welcher Schädel? Ja, der da in der Mitte. Da, wo das durch so ein Bumser ist, das der Kappa, glaube ich, meinte. Das halt von da oben aussieht wie so ein ja, Monsterschädel. Das jetzt habe ich jetzt siehst, ja. Ich habe das nie als Schädel gesehen, sondern als irgendwelche komische Felsformationen.
Ja, aber ist ein Schädel. Süß hier. Von einem sehr großen Monster. Ja, der hat ja auch Hörner. Ja. So, eher gesagt, oben rechts. Da musst du die Taille töten. Die Viecher, die hier fliegen, muss ich töten. Diese Remobras, das sind die Viecher, die hier rumflattern. Aber treff die mal. Für dich? Das Kappa geht mir auf den Sack. Hast du Dung? Diesmal bin ich für dich kein Dung mit. Ja, Mann, das bringt ja so oder so nichts. Das ist richtig. Für sowas wäre das, glaube ich, nützlich, ne? Für solche Aktionen. Aber wann macht man sowas mal? Okay, eine Lidaut habe ich, eine fehlt noch. Weil der kommt immer zu mir! Naja, oh, zweimal hast du schon auf mich versucht zu springen. Ist es wie abgehauen. Oh, ja, die Remobras sind jetzt geflüchtet. Auf jeden Fall ist noch im Gebiet fehlen welche, aber da ist diese Zune. Ich weiß nicht, ob will. Ja. Ah, gut. Diese Zune läuft rüber. Hier sind gerade keine da. Aber hier fliegen sonst auch immer welche rum. Gerade, aber nicht. Ja. Gibt Leute, die behaupten, der Schädel gehört zu einem Sora Magdarus. Okay. Gesundheit, Mina. Was war nochmal Sora Magdarus? Bei Monster Hunter World dieses ganz, ganz große Vieh, auf dem du auf dem Rücken warst und dann diese komischen Magma-Kerne kaputt gemacht hast. Ach, das Vieh! Hatte das so Hörner? Ich glaube nicht. Ja, ich gucke mir nochmal den Kopf an, weil irgendwie ist das nicht viel zu klein für einen Sora Magdarus? Naja, er ist ja auch dann sein Skelett, ne? Über die Halle verteilt. Obwohl also, es geht eigentlich. Von hier, wo ich bin, sogar noch von weiter hinten, läuft sein ganzes Skelett lang. Aber ich glaube nicht, dass er so ein Horn hatte, also so eine Hörner hinten drauf hatte, oder doch? Keine Ahnung. Sieht eher aus so ein bisschen wie ein Lao Shanlong-Kopf. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht soll das aber auch. Passt das vordere hier nicht, weil Lao hatte nicht so einen spitzen Mund, glaube ich. Ich bin an der Botschaft vorbeigelaufen, habe ich gar nicht gesehen. Ich guck nochmal. Habe mich jetzt gar nicht darauf konzentriert. Ja, schon auf jeden Fall eine Botschaft. Ja, hab ich jetzt, danke. Da habe ich gerade gar nicht hingeschaut. Oh, hier ist ein Geldbeutel. Weil ich mich auf den Kopf konzentriert habe. Königliche Münze, mysteriöse Münze. So. Ah, das sind Remobras übrigens. Nee, die kommen ja nach einer Zeit wieder. Attacke. Ich hab ihm einen Heady gegeben, da. Also, das war der Hund. Ja, jetzt fliegt er weg. Mal bitte aufhören, nicht im Kreis.
Ach, so nervig, ne? Warte, ich komme gleich mit dem Bogengewehr, Alter. Oder einen Bogen. Können wir tiefer fliegen? Das wäre ganz cool. Gesundheit. Danke. Sasa, sag gleich, bin gleich soweit. Da liegt einer. Hm, danke. Die habe ich mir für Giftung zugezogen. Na, ich hab's. Hab's bekommen. Jetzt kommen sie natürlich alle, ne? Ja, weil sie das, die den anderen fassen wollen. Jetzt will ich auch. Oh nein. So, hab ich alle. Jetzt muss ich wieder Banhabra Sachen sammeln. Gesundheit. Genau. Also können wir wieder raus. Wir können wieder raus, ja. Und können nochmal, wenn Zaza noch ein bisschen braucht, den heiligen Ruin versuchen, die edlen Wyvern-Eier zu holen. Ich habe auch edle Eier. Tremobra stürzen sich auf Kadaver. Ah. Hab ich schon gesagt. Ja, aber... Du hast gemeint, die versuchen seinen ihren Mitspieler da zu fressen. Ja, ihren Komplizen, weil er tot ist. Ja, richtig. Aber ich wusste nicht, dass sie sich auf jegliche Art von Kadaver stürzen. Vielleicht sind die ja Kannibalen und fressen nur sich. Nö, ich glaube nicht. Die fressen alles, glaube ich. Einfach alles. So wie Sartre, der frisst auch alles. Ich hätte euch doch noch die Eier lassen sollen. Mhm. Ich habe heute den großen Stinkern, den Brutkasten mit den Fake-Eiern weggenommen. Okay, und jetzt wo die Fake-Eier weg sind, gehen die voll auf dich ab, oder was? Ja, Schalli ja so oder so, aber jetzt ist ja aber auch Vajana wieder öfters vorne. Also es freut mich halt, dass... Du hast halt gemerkt, dass es halt für beide nicht unbedingt leicht ist, weil die ja sonst keinen haben, mit dem sie ja interagieren. Fadi ist dann halt abends immer total fixiert auf mich. Und ich kann den dann halt, wenn ich ihn halt reinsitze, dreht er halt übelst ab. Daher ist es halt ziemlich gut, dass die wieder unten, weil Jana sitzt halt nicht nur drüben alleine rum und. Aber sie knabbert gerade an meinem T-Shirt. Lass mein Dragon Ball Symbol hinten in Ruhe. Oh, ich zieh mir kurz Pullover an, ich bin gleich wieder da. So, probieren wir das noch und dann können wir gleich mit Zaza weitermachen. Der ist jetzt gerade nämlich auch angekommen. Zumindest hat er das Spiel gestartet. Und dann schauen wir mal, ne, wie weit wir kommen. So nervig. Ari. Meine ich dich, ich meine hier dieses. Würde ich jetzt auch behaupten. Von dem Camp aus weiß ich immer nie, wie ich optimal zu 11 kommen kann, weil man stürzt halt immer ab und hat nur 2 Seilkäfer und das reicht halt nie aus. Ich hätte gerne auch nochmal 1-2 mehr. Hui! Jetzt habe ich gar keine Dingens mit. Kann man die auch hier mit Dingens? Weil Kaff meinte, kann er doch bewerfen. Was denn? Ich bin Habras mit Shurikens bewerfen. Wurf Kunais meine ich. Ja, bestimmt. Na, dauert nur ein bisschen.
Ich bin ja da, der Sniper-Gott ist jetzt da. Oder auch nicht. Oh, cool. Ja, wieder Rückenpanzer, sehr gut. Oh, cool. Weil ich greife einen komplett anderen Fianna und er geht einfach auf die Calvies los. Ja, edles Y1-Ei. Du kannst übrigens, du lässt sie nur fallen, indem du Y drückst. Du kannst X drücken und A drücken, es passiert nichts. Das heißt, du kannst auch ZL gedrückt halten und hier Y drücken. Also dich nach oben schmerzen, weiß ich. Ich weiß, ich weiß. Kann man ja auch. Ja, kommt man jetzt hier ein bisschen runter? Einfach hier gegenlaufen, dann wirst du ja eigentlich automatisch klettern, oder? Ja. Klettert er bei dir automatisch? Ja, okay. Ja, ja. Also ich bin halt langsam runtergegangen. Vor allem lässt er einfach Mine ausprobieren, ne? Bei mir hat er gerade dem Rand, ist mein Jäger gerade runter, also hat nicht diese Kletteranimation wie deiner gemacht, sondern du kannst auch Sprint gedrückt halten, dann kletterst du schneller runter. Ach so. Ja, muss ich nicht. Hab ich gerade ausprobiert. Und meiner ist aber so über die Kante rübergegangen, weißt du? Als wenn er gleich fällt. Deswegen habe ich dich nochmal zur Sicherheit gefragt, ob du wirklich einfach nur über den Rand gegangen bist. Oder ob du noch was gedrückt hast, weil bei mir hat er das erst nicht gemacht. Bei mir sah das aus, als wenn er jetzt einfach runterspringen will. Achso. Sasa schrieb, springt doch und landet dann mit ZL plus A. Wäre zu einfach. Oh, Julia, nicht jetzt. Das muss ich mir merken, auf jeden Fall, Sasa, danke. Das heißt also, wenn man jetzt springt, so. Dann mit. Ah, okay, ja. Ich stehe. Hui. Ja, und hier gab es bei der Demo den Bug, dass du hier auch hochrutschen konntest. Ja, aber fast. Was war ausprobiert gerade? Boah, ich hatte gerade ein bisschen Angst, ne? Ja, mit ZL und A funktioniert das eigentlich ganz gut. Dass wenn du einen übrig hast, dass du dann, oder mit ZL und ZR, wenn du dann aber auf den Boden guckst, musst du dann halt nach unten gucken. Bloß bei A zieht er sich immer runter, definitiv, egal wo du hinguckst. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. Okay, ich muss mit Sprint aufpassen, ne? Wegen Ausdauer. Nee, der klettert dann ganz normal. Achso. Alles gut. Ja, 1 von 2. Und nochmal der Spaß. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das für uns beide zusammengezählt hätte, weißt du? Ja, so war das halt, wenn es eine Eierquest, wenn es eine Quest ist, war das halt so, ne? Das ist halt das. Dann hätte das jetzt für uns beide gezählt, aber da die Anfragen ja nicht zusammengenommen werden, sondern nur für jeden Einzelnen geltend sind, ist das halt ein bisschen doof. Honigkeks schreibt, wow, Magna Malo gefangen, leider einmal ohnmächtig geworden. Ach, alles gut, Magna Malo ist aber auch ja, ein Drecksack. Ja, ich fand den anderen auch halt kacke. Also wenn ich schon bessere Sachen gehabt hätte, hätte ich auch übelst auf den Sack bekommen. Ich probiere das jetzt wieder, ich bin jetzt mutig. Ich probiere das, was Hasa sagte. Also runterspringen? Mhm.
Und dann ZLA drücken. Gucken wir mal. Ja, ja, gut, ich bin ein bisschen falsch gelandet. Bisschen gegen die Treppe gefallen, aber es hat funktioniert. Oh oh. Deswegen jetzt halt genau zwei Monster auf dem Weg, Alter. Müssen wir aufpassen, dass der nicht brüllt, ne? Weil wenn der brüllt, halten wir uns ja die Ohren zu. Wenn er zu dicht dran ist, natürlich. Oh Gott, der rennt auch noch an uns vorbei. Ich geh in den anderen Weg, ciao. Alter, scheiße, es sind ja alles auch noch Nazuros, ne? Ah ja, deswegen, ich geh anders. Du bist sehr mutig. Oder leichtsinnig. Ich weiß noch nicht, was von beiden ich bin. Wow. Oh nein, hier sind die Agras. Okay, Moment. Ich habe eine Idee. Vorbeisprinten, vorbeisprinten. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Und jetzt hier so. Hopp. Und hopp. Ja. Juhu. I'm the Wiener. Wiener Würstchen. Nicht zu verwechseln mit Mina Würstchen. So, Honigkeks schrieb noch, war aber schon super. Mal schauen, ob ich schon was daraus machen kann. So, Spiel durch, die installieren, Abspann läuft. Ja, geht's halt. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Warten wir mal, bis der nächste Monster Hunter Teil kommt. Danke, dass du so aktiv im Chat warst. Die letzten 5 Tage hier so ein bisschen mitverfolgt hast. Ich hoffe, du hattest Spaß an dem Spiel und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Jetzt Mina schlagen. Weil das wäre mies. Wie du springst. Weil du keine Dingens mehr hast, ne? Kein Seilkäfer. Du einfach weg warst auf einmal. Plötzlich. Ja. Nein, nicht aufhören. Jetzt geht's erst los. Auf einmal. Mit einer Magna Malo Flammenhand. Ich weiß, es ist so eine Zauberhand, die gab es schon vorher, aber jetzt, wo man Magna Malo gegen ihn gekämpft hat, könnte man das auch als Magna Malo Feuer sehen. Das nennt sich Höllenfeuer, wenn ich bitten darf. Oh, sorry. Ich meine Höhlenfeuer. Nicht beim Höhlen. Ja eben, das war ja Absicht, Mann. Hier, gib mir meine neuen Dangos. Ja, gute Bärendango hinzugefügt. Die edlen Wyvern-Eier, die du für mich besorgt hast, sind heil im Teeladen angekommen. Ich habe in der Zwischenzeit sogar selbst versucht, welche zu holen, aber sie waren so schwer und da waren so viele Monster. Jetzt verstehe ich, wie knifflig das wirklich gewesen sein muss. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Aber es war die Mühe wert. Wir haben aus den Eiern einen brandneuen, innovativen, garantiert köstlichen Dango gezaubert. Du wirst ihn lieben, versprochen. Was wolltest du sagen? Es gibt eine Popcorn-Maschine als Waffe. Nice. Jetzt können wir gucken, was die Notiz von den Frostinseln war. Nach langen Jahren auf hoher See blieb dank der Schiffsharpune vom Drachen nur noch ein sinkender Berg in den Wellen zurück. Okay, das klingt aber so. Na gut, auf hoher See, ne? Blieb dank der Schiffsharpune. Ich dachte jetzt Yen Moran, aber das ist ja kein Wasser auf hoher See. Ach, ich glaube, Sazak hat es ja noch gar nicht, ne? Nee. Sazak muss erstmal beziehungsweise die Hauptquests machen. Monster, die als Hauptquest zählen und dann selber die dringend öffnen, weil ich glaube, er muss auch noch die Randale machen, ne? Ach, Mann. Wie kann.
Ich hab. Ich hab gedacht, ich. Bin nicht aufgebrochen, ne? Achso, also hat die Randale-Quest schon. Mit R3 brichst du ab, beziehungsweise R-Bumper gedrückt halten. Aber wir warten auf dich, bis du wieder da bist, keine Sorge. Oder die. Martox wieder nicht informiert. Ey. Zaza meint, ich wechsle mal ins Discord. Hallo, Zaza. Honigkeks meint nur, haha, der hat eine beim Abspann voll den Stock von seinem Schüler in die Eier geschlagen bekommen. Okay. Ja, so lustig finde ich das jetzt nicht, komischerweise. Kann jetzt nicht so darüber lachen. Warum nicht? Ja, willst du auch mal was in die Eier bekommen, ja, Mina? Mhm. Steht drauf. Cool. Cool. Okay. Ja, okay, als Mann nicht. Aber die Animation war lustig. Na gut. So. Aber wenn jetzt Shadow da wäre, ne? Der mag doch solche Randale-Quests. Er schießt doch immer so gern mit diesen Wyvern-Schuss da. Vielleicht würden wir ja Sandrogan von. Na, sag mal Sando. Mit, wenn er das kann. Na, Sando, willst du mitkommen? Dann mache ich die. Das Lager hier öffentlich zugänglich und zeig dir gleich die ID. Also, ich warte erstmal, was die Antwort ist, wenn ich das jetzt öffentlich mache und dann. Nö, nö. Also die ID wäre Learn to Play, aber nee, das ist eine 6. Learn 6 Play. Ach, er kann gerade nicht. Na gut. Bin nicht. Er schreibt, sorry, nö, du bist jetzt, wirst jetzt blockiert. Kannst jetzt noch zuschauen. Bist gebannt. Du bist auch getimeoutet. Charlie macht das gleich. Genau, Charlie kümmert sich gleich drum. Und ja, deine Community-Manager-Zeit auf Probe war wohl dann nicht so erfolgreich. Nein, alles gut. Er schreibt ja blockiert. Nein, alles gut. Das ist ja kein Zwang, ne? War ja nur eine Frage, ob jemand noch Zeit hat hier. Eventuell zu helfen. Leute, schreit mir doch nicht die ganze Zeit ins Ohr. Und dann ein Honigkeks nachjoint. Na, mal gucken. Na, du hast ja jetzt schon die Dorf-Story durch. Jetzt musst du noch ganz schnell online knallen und vielleicht schaffst du es ja, bis wir mit der Randale hier fertig sind. Ja, wer das hier nicht sehen will, ne, sollte weggucken. Ihr solltet eure Augen jetzt abwenden. Wo ist meine Königin? Das kennen wir schon, deswegen können wir hier ruhig drüber labern. Aber das Fernseher kennst du noch nicht. Ja, ja. Richtig. Naja, vielleicht schafft Honigkeks ja, bis wir hier mit der Quest fertig sind, auch so weit zu kommen, wie wir jetzt sind. Oh nein. Ich glaube, das ist machbar. Stell dir mal vor, auf einmal joint sie mittendrin noch und erzählt es auch noch für sie. Das wäre ein bisschen lustig. So, Sando Ragon schreibt, ich will aber beim Endboss dabei sein, wenn es geht. Wahrscheinlich nicht beim ersten Mal, weil wir werden heute so weit spielen, dass wir die dringende dann frei haben, den quasi Endboss. Und den machen wir erst morgen mit Pfaffen jetzt zusammen. Weil er hat den auch schon frei, will aber damit warten, bis wir den zusammen machen. Und deswegen... Deswegen passe ich mich da halt auch an und warte auch, bis ich den hab und mach den dann morgen, weil Mina kann ja morgen früh nicht und mach den morgen dann mit Fafnir zusammen. Und dann, wenn wir den mit Mina und Sasa nachholen, dann kannst du da gerne mitmachen, da habe ich kein Problem mit. Das schließt sich jetzt aber nicht ein, ne? Du wartest mit Pfaff darauf, aber mit mir... Ich bin erst wieder die zweite Person, ne? Das ist. Das Problem ist halt, ich kann auch auf dich warten, nur kann ich dann morgen
ihm nur zuhören, wie er den macht. Ne, jetzt bin ich bockig. Ich bin jetzt Mina. Ja, genau das bin ich. Ja, dann lass uns den doch heute machen. Dann machen wir das umgekehrt. Dann machen wir heute den Endboss zusammen und morgen mache ich den mit Pfaff und Huse, als wenn ich den noch nicht besiegt habe. Wir gucken einfach, ne? Wenn wir halt so weit sind, dann kannst du den ja morgen mit dem nochmal machen. Ja, das wäre, also mir ist das egal, muss ich ehrlich sagen. Wir können doch heute machen. Ich muss morgen arbeiten, ich kann nicht so lange. Ja. Dann schauen wir mal, wo wir ankommen nachher. Und dann kann Sando sonst auch mitmachen, wenn wir den nachher. Hast du jetzt alles gestellt? Ich weiß nicht, ich mach's mal ready. Also, es zählt ja für uns alle, ne? Also, nicht jeder kann. Da ist eine 1. Ja, weil ich habe letztes Mal auch gedacht, weil irgendwer meinte ja, kannst du mal hier das setzen, wenn du noch einen hast? Und ich denke mir so, hä, das zählt doch für alle, oder nicht? Ja, ist für alle das Gleiche. Deswegen. Diese kannst du ganz gut mit dem ins Wanken bringen. Oh. Was kann ich? Mit dem Schuss. Dass du. Pass auf, vor dir ist ein. Ja, ich bin schon. Ich kümmere mich um das Keso. Schade. Geht nicht. Das ist das Weg. Bayana, komm runter da. Mit diesem Rückzugschuss kannst du die Fliegenden ziemlich gut von der aus der Luft holen. Achso, ich mach den Rückzug immer, wenn jetzt Keso zum Beispiel die Barriere anspringen will. Jetzt zum Beispiel ist er dran und dann mache ich Rückzug und dann. Klar, gib mir 10 Minuten. Und Honigkeks macht dann beim dritten Drachen mit. Oder beim dritten Endboss. Ich weiß ja nicht mal, ob es ein Drache ist. Ich nenne es jetzt einfach mal Drache. Weil es bisher immer so war in Monster Hunter, dass das letzte Vieh ein Drache, ein Drachenheld ist. Aber so, jetzt probiere ich das mal aus, was Mina sagte. Hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe nicht getroffen. Ich bin ein Idiot. Never mind. Probieren wir doch nicht aus. Mann, warum greift er nur mich an? Ich hab hier einen Azuros bei mir, das greift mich gerade an, okay. Pass auf. Jetzt, genau jetzt stehen drei Monster bei mir, Alter. Ja, ich mach schon hier, ich hab die Kanone jetzt. Manchmal ist der Kreis weg. Na, ich glaube, weil die nicht so weiträumig ist, die. Nee, der ist erst da, wenn ich einen Schuss auflade. Und auf einmal ist der. Ist halt weg. Das ist halt so richtig strange. Man kann A gedrückt halten oder was? Aber zu wissen, man muss gedrückt halten, nicht mehrmals smashen. Kann man den Ofen hier anheizen. Interessant. Wenn du durchhältst, kannst du den anheizen, ne? Naja, aber dann macht er automatisch weiter. Ich dachte, man muss A smashen. Damit er weitermacht, weißt du? Was ist das hier für ein Dingens? Das ist der Drachenspeer, okay. Weiß ich Bescheid, dann setze ich den nachher mal ein, wenn hier zu viele sind, ne? Okay.
weg. Aber wo soll denn der Speer sein? Hier ist der Hebel. Und wo kommt der Speer raus? Hier unten ist ja nichts, wo der rauskommen kann. Hier ist auch nichts. Den verstehe ich jetzt nicht. Muss ich mir dann angucken. Ist das der Speer? Das ist der Ofen. Ich glaube, das dauert bei mir noch ein paar Tage. Ja, alles gut, hast ja Zeit, ne? Niemand hetzt dich. Du musst hier nicht irgendwie durchrushen. Wäre schon gut, wenn du es machst. Nein. Richtig schön noch Druck machen. Also, es wäre eigentlich ziemlich geil, wenn du mal ein bisschen hier dich beeilst. Aber kein Stress, Honigkeks, kein Stress. Ein Mina. Puff. Ja, der Ofen ist jetzt natürlich zu, weil wir es kämpfen müssen, ne? Nice. Ich warte kurz, bis ein paar Leute kommen. So, jetzt. Ein paar Monster, besser gesagt. Tom, Monster, dring durch. Mach mal den Drachenspeer gleich, wenn die da vorne stehen. Ja, du stehst da gerade, Mina. Ich will nur mal wissen, wo kommt denn der raus? Das würde ich gerne mal wissen. Ach doch, der... ach da, die kommen beim Tor raus. So eine Stachelfalle quasi. Ah, okay. Oder Maschinenkanone. Ich würde eine nehmen, wenn ihr nichts dagegen habt. Also das Maschinengewehr. Mach. Hab ich. Ich halte nach. Oh, Drachensperr wurde reduziert, sehr gut. Ja, schon dreimal. Wo war hier die Kanone? Diese Kanone? Diese große Kanone halt. Ich weiß nicht, die Shadow mal einsetzen, da weiß ich leider nicht, wo sich die befindet.
Wartungsvorsicht, da hinten ist. Ja, sieh schon. Sieh schon. Schade, ich dachte, das ist auch ein Sperr. Ich wäre wieder bereit, aber leider nicht. Nee. Das ist nicht besiegt, wieso darfst du nochmal Damage machen? Voll mies. Hurry, there's gonna be more. Kommen gleich instant, ne? Okay. Ja, ich glaube ja. Nimm mal den Gong da hinten weg, bei dem brauchen wir gleich so nicht zum Anfang. Und mach dann eine Wallbahnkanone. Eine automatische, ne? Genau, dann halt genau so. Weil das fliegt ja ungefähr die Höhe, so wie es auch geht. Und dann zur Richtung der Tür. Ach, zur Tür. Meinst du so? Genau. Na, ein bisschen höher. Bisschen höher, okay. Also es ist jetzt halt nur so gemutmaß, ne? Also so. Wenn wir gleich sehen. Genau so. So ist gut. Okay. Ja. Weißt du? Von hier unten haben wir beide genau dieselbe Höhe. Sehr gut. Weil es würde jetzt zwar nicht so viel bringen, aber so machen wir halt ein bisschen Damage. Auf das Vieh auf jeden Fall. So, bei mir schießt er mehr Richtung Tür, bei dir schießt er mehr Richtung meiner Kanone. Ja, genau. Das wäre egal. Na, ich mach's aber mal. Halt nur ein bisschen, um halt ein bisschen Damage zu machen. So. Jetzt treffen die beiden sich genau. Ja, das ist gut. In der Mitte. Können ready machen, ne? Sasa, das da bei dir geht gleich kaputt. Das bringt nichts. Ne, da kommen noch Wellen. Achso, kommen noch Wellen. Das habe ich total vergessen, sorry. Die Rater noch zuerst platt machen am besten. Das wusste ich auch nicht mehr. Genau, zieh mal nach unten bitte. Mach ich gerade. Dann habe ich zu mir gezogen. Oh, der ist gleich tot. So. Das ist meiner, du kommst hier nicht mehr weg. Okay, jetzt wieder nach oben visieren. Ich beeil mich. Verdammt. Genau, mich hat er komplett runtergeworfen.
Ja, der Speer, verdammt, ich... Mist. Alles gut. Ja, aber wir haben damit hoffentlich gut getroffen. Und vielleicht greifen die nochmal an, die beiden. Ja, das war gut. Das war gut, das war gut. Wieder genauso auf die gleiche Höhe mit den. Achso, machst du schon. Ne, du kannst ausrichten, ich setz die bloß. Ne, du kannst sie auch ruhig ausrichten. Und dann haben wir ein bisschen wieder so die Höhe. Na, ich genau, sehe schon, dann kommt er ja. Der Strahl. Aua. So. Und am besten. Das. Also die Bomben bringen bei ihm bis so viel. Als Information. Also wenn du raufgehen willst, sag Bescheid, dann aktiv. Achso. Jetzt die Steine. Weil mit den Steinen ballert er aufs Tor. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Sehr gut. Mal wieder Steine. Ja, das war gerade richtig gut. Naja, der Mensch hat die Zange genommen, ne? Lol, er ja, steht auf und kriegt doch mal die volle Breitseite. Jetzt kommt er zu mir, ich verteidige. Kannst ruhig das MG von mir benutzen. Ich würde jetzt halt schuppen. Dann gleich den Wallbandschuss aktivieren. Ach cool, mit deinem Schuppen. Das ist ja auch cool. Hast du meine Leben wieder hochgemacht? Also ich bin jetzt auf 100% mit meiner MG. Das heißt, wenn er mich jetzt hier angreift, ich kann mich wieder komplett verteidigen. Also ich bin wieder auf 100% Leben, weißt du? Das findet er nicht so geil. Verstehe ich nicht. Jetzt hat der Sasa kaputt gemacht, also die Plattform von Sasa. Ja, ist nicht so schlimm.
Die Lache im Hintergrund von der NPC ist so richtig. Na komm. Greif mich ruhig an. Bin leider nicht so leicht wegzuballern. Jetzt habe ich nur noch 20% oder 25%. Ja, jetzt ist meine. Ja, jetzt ist kaputt. Sein Strahl ja, macht halt mega viel Damage auf die Anlage. Ist gleich wieder da. Okay. Ja, nur ja. Durch das Nachtschippen geht das halt mega schnell. Ich mach wieder die Steine. Perfekt. Ja, stimmt, durch das Nachschirm geht das echt mega fix. Und bam! 7500 Schaden. 7500! Damasch, damasch! Es gibt so einen Insider wegen. Wegen mit Zaza, mit Yu-Gi-Oh! 1500, aber es war ja 7500. Aber ja, damasch, damasch! Fall auf die Monsterstübe. Damals, damals. Das hab ich mir vorhin wieder angehört, deswegen. Ich glaube, der ist tot. Na, der ist auch fast tot. Kannst du ihn fangen? Hat jemand eine Falle? Ich glaube, den können wir gar nicht fangen. Ach. Mal gucken, vielleicht habe ich noch genügend, vielleicht noch genügend Zeit, um nochmal einen Schuss auf ihn zu ballern. Lol. Ich find's so gut wie unsere Artillerie da, ne? Diese Wyvern. Dass ja, immer richtig krass in die Zange nehmen, wenn er dagegen rammen will. Das ist ja das. Das ist, was ich ja meinte. Wartet. Einmal noch. Boah. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr. So, Honigkeks schrieb vorhin noch, okay, ich mache heute extra für dich 24 Stunden nur Monster Hunter. Essen und so ist überbewertet. Auf geht's. YOLO, Alter. Uff, mach das bloß nicht, ne? Und dann so gefühlt erstmal Wunschliste vollgemacht mit Waffen. Sehr gut. Ja, ich werde das bestimmt auch machen beim Huntinghorn, also beim Jagdhorn lohnt sich das, glaube ich, auch. Von jedem Waffenbaum die Endversion des Horns zu machen, weil man dann, also weil ich ja dann verschiedene Melodieeffekte habe, ne? Das heißt, ich kann dann immer gucken, neben den Elementen, welches Element ich jetzt gegen das Monster mitnehme, dass ich vielleicht auch dann schaue, beispielsweise jetzt, wenn wir einen Somnarkand machen, ob ich vielleicht einen Jagdhorn habe, was den Effekt hat, dass Schlaf nichtig ist oder halt an sich Statuseffekte nichtig sind, ne? Dass ich dann so einen Jagdhorn mitnehme, weil dann die ganze Gruppe davon profitiert, eben, dass alle den Buff haben, dass sie nicht einschlafen können. Wenn es sowas gibt. Aber so kann ich dann mich mehr auf die Monster halt, die wir dann bekämpfen, auf das Jagdhorn dann fokussieren, ne, mit den jeweiligen Effekten. Das ist halt angenehmer. Zum Beispiel Rathian, so einen Jagdhorn habe ich ja schon, das Gift wegnimmt, also Gegengift. Instant bufft. Das ist ja auch dann wieder hilfreich.